Die Schlacht um Stalingrad. Wir legen los. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Hier. Hä? Ach so, ja, ich muss erstmal da. So, jetzt noch einmal. Also. Eine Landung ist hier möglich. Ich muss aber erst hier räumen. Das wird nicht einfach. Hier. Von hier kriege ich zwei. Na, dann hole ich doch die zwei. Sehr schön. Also ich kann hier landen, aber ich muss die räumen. Mit dem Luftschlag wird das erstmal nichts groß. Hier räumen, dann kann ich mit der Infanterie hier rein, ja. Das heißt, wir bringen die in Position, dann würde ich sagen. So. Ja, der Mörser. Dann mal drauf, bitte. Und noch einmal. Oh, wie schön, das hat geklappt. Was auch immer da war, es ist tot. Das ist das, was zählt. Holen wir das Schiff. Hier eine Landung ist uninteressant. Oh, ja. Noch so eine Drecksflugabwehr. Panzer in der Stadt. Nehme ich doch gerne. Der kann hier wirklich bleiben, weil der kann die hier blockieren. Hier die Frage ist. Ja, Problem ist, die haben die Häfen hier, bis die da sind. Kriege ich da keinen rein. Groß. Ich muss die auf jeden Fall schon mal verladen, das ist klar. Bis wohin kommst du? Bis hier. Der könnte doch am Hafen landen, ne? Müsste machbar sein. Ist es auch. God damn it, jetzt komme ich hier nicht weiter. Ich denke, dass du da jetzt irgendwie landen kannst. Ja, kannst du. Das ist alles aber sehr eingeschränkt. Oh, oh, haben wir denn da nettes? Hä? Ach, ups, du bist eine Pack. Ich dachte, du wärst eine Artillerie. Oh, das habe ich falsch gesehen. Okay, keine Schusslinie. Fünf.
Okay, bis hierhin kann ich alles schicken. Kannst du hier landen? Nein, scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, die bringen wir hier in Position und der Aufklärer. Hier hin. Artillerie hier hin. Brauchen wir jetzt noch nicht rauszunehmen. So, Luftwaffe. Kann alles direkt darüber. Kommst erstmal rein, weil da kann ich jetzt momentan nichts mit anfangen. Flak kann hier hin. Boah, wir hauen einfach mal rein. Ob's was bringt. Das haben wir ja gemacht, das war auch ziemlich gut und erfolgreich. Ich würde sagen, hierhin. Ach, die Frage ist, kriege ich da einen Panzer jetzt rein? Ja. Okay, ist ja schon mal gar nicht verkehrt. Ich glaube, das wird nicht mehr klappen. Ja, ich hab's befürchtet. Nee, da müssen wir jetzt gucken. Dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal. Warten wir 1, 2, 3, 4, 5. Wäre so möglich. Aber ich gucke erstmal, ob da eine Flak überhaupt ist. Dann sagen wir mal hier in dem Gebiet. Ja. Wird ihr die Flak groß bewegen? Hier ist auch eine. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Du kannst bis hier hin. Alle anderen Einheiten bringen wir schon mal langsam hier nach vorne. Hier hin. Ja, ist jetzt gerade nicht zielführend. Ja, also ich will mit denen da unten auf jeden Fall landen. Schicken wir einen Jäger auch hier hin. Das passt. Wir gehen hier drauf. Das ist okay.
Also bei Stalingrad gab es keine Tigerpanzer. Und schon gar nicht bei der Schlacht um Stalingrad. Was ist denn das bitte hier für ein Käse? Total dumm. Och Leute, macht doch hier nicht 10.000 mal so Dinger, wo kein Mensch interessiert. Ja, natürlich hat er überlebt. Ja. Comrade Zhukov, the Germans are planning to blow up valuable factory equipment in Stalingrad. We can't let that happen. You must capture the tractor factory, the Barricade complex and the Red October factory. Before the Germans turn them into scrap metal, you must hurry. But don't even think about bombing or shelling those factories. We need them for ourselves. Ja, ja. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Eins, drei. Ja, ich muss die... Problem ist, ich weiß nicht, was hier an Flachs noch rumhängt. Da würde ich nämlich hier die Luftwaffe rüber schicken. So, dann wollen wir das mal testen, ne? Also machen wir mal hier den Test. Wir müssen eh gucken, was hier ist. Ja, da haben wir Nummer 1. Zhukov, what are you doing? Stop bombing those factories immediately. We need them intact. Ja, und das Ding lebt doch noch, weil du gar nicht so viel ein Problem hast. Und regenerieren tut sich auch wieder. Also. Meine Fresse, ey. Wie ein Geschiss. So, Flugzeug jetzt haben wir Bombe, nee, nee. Ich muss hier auch Jäger da rausschicken, ne? Da komme ich jetzt eh nicht drum rum. Dann machen wir das doch mal. Also, hier hin. Ja, sieht gut aus. The German Air Force is giving us trouble, Comrade Zhukov. As long as they hold their air advantage, they will bomb every troop transport we try to send across the Volga. In that case, we must take air superiority from them. Keep shooting down those Luftwaffe planes until they stop bothering us. Ah, sowas wie, ja, ich helfe dir, kriegst irgendwie Flakstellungen oder so? Nö.
1-4. Und das hilft. Das hilft schon mal sehr. Oh, er hat den sogar gekillt. 0-2. Infanterie. Das ist ätzend, diese Landung. Das ist hier richtig ätzend. Überpowerte Tigerpanzer. Landung hier. Aufklärer ist gerade sowas von uninteressant. Krieg ich die? Ja. Oh Leute, jetzt wird das hier mal interessanter. Problem ist eher hier. Oh, Alter, bist du hier über Power? Das darf doch nicht wahr sein. Ich krieg den da aber jetzt nicht gelandet. Das bringt mir nichts. Komm hier hin. Hierhin. Oh, ist der da so überpowered. Können wir mal gucken, wie das da regeln könnte. Reiz rein. Der 6. Hä? Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Das muss ich jetzt echt nicht verstehen, warum der 6 hat. Zwei, ja. So, dann hätten wir hier schon mal ein bisschen Ruhe. Nicht viel, aber ein bisschen. Der Mörser, den kann man eigentlich runterschicken, oder?
Ja. Ja, die Landung hier. Wir riskieren das jetzt. Drei. Der bleibt da drin, weil der gibt hier wunderbare Deckung. Ja, den Panzer da hoch, das wäre halt auch schon eine geniale Sache. Was haben wir denn hier? Da steht echt eine Infanterie. Ich nicht hin, ne? Das ist zum Kotzen, echt, das ist zum Kotzen. Um den muss ich nicht mehr kümmern, weil der wird so oder so abgeschossen. Warum ich hier Flakfeuer? Und was denn bitte? Ach, kotz dich ab, Alter. Du hast dich wieder aufgepeppt. Willst du mich verarschen? Ich lasse die hier, weil die können mir hier das helfen. Ja, dann werden wir jetzt hier mit der Luftwaffe reingehen. Das geht nicht anders, da ich kann jetzt nicht noch abwarten. So, du kommst hier unten runter. Ich warte hier mit denen. Ich will mit denen da rein. Das ist möglich. Das ist natürlich nicht einfach, aber es ist möglich. Oh Gott, ey, wenn der da an diese Artillerie rankommt, dann habe ich richtig Ärger an den Backen. Wir können Nein, der schafft es nicht. Ja, wird aber auch nichts bringen, weil ich komme nicht ran. Boah, was ist denn das bitte für eine Mission, Alter?
Letzte habt ihr es nicht mehr hingekriegt. Moment mal, wir haben doch noch einen Schuss, oder? Ja. Ja, wie ist Trierenwende? 02. Heieieiei. 2-4. Okay, komm hier hin, dann bist du mit der Versorgung. Traumhafte Ergebnisse. Aber ein Traum. Eieieiei. Ne, Quatsch. Ach du Scheiße. Ja, irgendwo muss ich hier anfangen. Nächste Runde ist Nacht, ja, das wird ein Spaß. Alter, 17 Runden, wenn ich... Dieses ganze Stadtgebiet wird schon der blanke Horror. Ich hoffe echt, dass ich Verstärkung kriege oder so. So das Wintergewitter, dass die da kommen und mich da unterstützen. Weil wenn ich das Verstärkungselement bin, ja, dann gute Nacht. Die Landungen laufen zwar, aber das ist alles nicht so. Und hier kann ich mit einem Schlag rüber, ja. Aber ich brauche das Gebiet hier. Und das Schiff hier ist halt wichtig, ne? Das muss ich halt schaffen. Landung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Problem ist, ist dann noch die Abzweigung und dann wird das nichts. Der gibt mir auch die Gegenfeuer. Ich müsste halt auch mit Bombern rein, das ist halt das Problem. Und dafür muss die Flak hier weg. Was eine Scheiße ist das denn bitte hier? Ist die Artillerie auf jeden Fall mal gelandet, die gibt mir Schutz. Kann nichts machen. Oh je, ich ahne Böses. Ach
ja, das ist ja auch noch. Ja, stimmt, die kann ich auch von der Art vergessen. Ist okay. Gut, der kommt nicht durch. Der auch nicht, okay. Schon was er vorhat. Oh, sehr schön. Drei Schaden. Das nenne ich mal sauber gecheatet, weil die konnten der bitte sehen, dass da was steht. Oder so gewesen, ne? Ja, vor der Artillerie hat er Angst. Und der hat aber richtig Angst. Na, der kommt da nicht ran mit. Ja, aber was macht denn dieser Tiger dafür einen scheiß Dreck Schaden, ey? Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Na komm. Boah, die hat gesessen. Aber was machen denn Tiger? Bitte bei Stalingrad. Jetzt bist du voll durch leer geschossen, ne? Comrade Zhukov, it has come to my knowledge that the commander of the 6th Army is still in Stalingrad. General Paulus has recently been promoted to Field Marshal by Hitler himself. The Führer probably hopes Paulus will die fighting. It would be good for us to show the Germans that continued resistance is pointless. Try to take Field Marshal Paulus alive!